Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 164 Wunsch und Wirklichkeit, zweiter Teil. Unten in den Kerkern versuchte Severus sich derweil mit ein paar Aufgaben zu beschäftigen, doch er konnte sich nicht konzentrieren. Das heutige Gespräch mit Hermine, zumindest der Versuch eines Gespräches, bereitete ihm Magenschmerzen. Mit seinen Gedanken war er nicht bei den Themen für seine Klassen, sondern bei der Suche nach der Antwort einer bestimmten Frage, und die könnte ihm möglicherweise die Quecksilberschichtung eines gewissen Gegenstandes verraten, der verhüllt auf dem Dachboden nur darauf wartete, jemanden in seinen Bann zu ziehen. Spätabends ging Severus mit seinem Hund aus. Nach diesem Spaziergang tigerte er aufgewühlt in seinem Wohnzimmer umher und versuchte dem Drang zu widerstehen, die in höchsten Höhen Hogwarts aufzusuchen. Im vierten Stock saß Hermine mit auf- und abwidmenden Knien auf der Couch. Harrys Tarnumhang hatte sie zerknüllt in den Schoß gelegt. Sie wartete auf etwas Bestimmtes, nämlich darauf, dass Fellini zur Tür hechten würde, denn das würde bedeuten, dass Severus den Weg zum Dachboden eingeschlagen hatte. Sie traute sich nicht einmal, auf die Toilette zu gehen, damit sie ihn nicht verpassen würde. Doch lange konnte sie dem Druck auf ihrer Blase nicht mehr standhalten. Nach einer kurzen Toilettenpause nahm Hermine wieder ihren Platz ein. Viele Stunden später, mitten in der Nacht, rannte Fellini zur Tür hinüber. Sofort löschte Hermine alle Lampen in ihrem Zimmer, damit keinesfalls durch einen nicht erkennbaren Spalt ihrer Tür etwas Licht auf den Gang leuchten würde, und dann horchte sie. Severus war sehr leise, doch als sie ihr Ohr an das alte Holz der Tür presste, konnte sie seine Schritte wahrnehmen. Sie warf sich den Tarnumhang über und lenkte Fellini mit einer kleinen Leckerei ab, um ohne ihn auf den Gang schleichen zu können. Ganz vorn, Schatten in Schatten, sah sie Severus gerade um die Ecke biegen. Hermine beeilte sich, um mithalten zu können, denn sie kannte seinen schnellen Schritt. Nachdem sie alle Stockwerke hinter sich gelassen hatte und auf dem Dachboden angekommen war, Severus immer in Sichtweite, betrat sie den hölzernen Boden und achtete darauf, dass sie kein Geräusch machte. Mit dem Körper dicht an der steinernen Wand entlanggehend, bibberte sie, wenn sie eines der kleinen Fenster passierte, durch das die kalte Winterluft wehte. Die vielen Holzverschläge, die nach ein paar Schritten kamen, erinnerten sie erneut an den Dachboden eines Muggelmietshauses. Der lange Gang, den Severus gerade mal zur Hälfte hinter sich gebracht hatte, war ihr nicht mehr so gruselig wie das erste Mal, als sie nur mit Fellini hergekommen war. Die finsteren Räume hinter den türlosen Durchgängen jagten ihr keine Angst mehr ein. Gerade eben sah sie, wie Severus durch die Tür gegangen war, weswegen Hermine rannte, um unbemerkt aufzuholen. Sie musste mit der Tür vorsichtig sein, denn er durfte nicht sehen, dass sie sich bewegte, doch glücklicherweise hatte Severus bisher alle Türen hinter sich offen stehen lassen. Kaum hatte sie sich durch den Türspalt gezwängt, da erstarrte sie, denn Severus war ganz offensichtlich stehen geblieben. Er verweilte nur zwei Schritte von ihr entfernt und blickte aus einer der scheibenlosen Öffnungen hinaus in die Dunkelheit. Vorsichtig machte sie in den engen Flur einen Schritt nach hinten, doch sie stieß mit dem Rücken an die Steinwand. In diesem Moment bewegte Severus leicht den Kopf und es schien, als würde er lauschen. Unerwartet näherte er sich ihr, ging jedoch an ihr vorbei, um die Tür hinter sich zu schließen.
Gleich darauf hielt er erneut inne, doch dann entschloss er sich, das Ende des Gangs aufzusuchen, wo sich hinten links die große, mit Zaubersprüchen geschützte Tür mit den Eisenbeschlägen befand. Hermine war lautlos gefolgt und stand dicht bei Severus, um gut hören zu können, mit welchen Sprüchen er die Tür öffnete. Da sagte er gelassen: Harry, lassen Sie die Kinder rein mit dem Umhang. Wegen des Schrecks, ertappt worden zu sein, regte sich Hermine keinen Millimeter. Seufzend, als würde eine schwere Last auf ihm liegen, formulierte er um: Wenn nicht Harry, dann Hermine. Ziehen Sie den albernen Tarnumhang aus. Erst war nur ihr Kopf zu sehen, und die durch den hinuntergezogenen Umhang in alle Richtungen stehenden Haare, bis sie Harrys Erbstück komplett abgeworfen hatte und sich unter den Arm klemmte. Woher? Wie haben Sie das gemerkt? Sie schnaufen wie eine Abraxanerstute bei der Geburt eines Fohlens. Wie bitte? Ich war doch ganz leise, konterte Hermine kleinlaut, denn sie war froh, dass er nicht wütend war. Leise? Murmelte er verächtlich. Leise ist etwas anderes. Ohne sie zurechtzuweisen, öffnete er die Tür mit einem wortlosen Zauber. Nach Ihnen, Hermine. Sie war mit sich selbst uneins, weil sie nicht wusste, was sie erwarten würde. Natürlich würde sie hier den Spiegel sehen, das war ihr klar. Aber wie sich die Situation mit Severus entwickeln würde, konnte sie sich nicht vorstellen. Hinter sich schloss er die Tür, bevor er per Zauber Lichter entzündete, damit man einen schmalen Pfad zwischen allerhand Gerümpel sehen konnte. Sie folgte ihm, während sie seinen Worten lauschte. Hier werden, laut Albus, Dinge aufbewahrt, die ehemalige Lehrer und Angestellte einst zurückgelassen haben, erklärte er die unzähligen Gegenstände, die hier gelagert wurden. Er öffnete eine weitere Tür und hielt sie für sie auf. Treten Sie ein! Erneut kam sie seiner Aufforderung nur zögerlich nach. In diesem Raum stand ein einziger Gegenstand, verhüllt von einem großen Tuch. Nichts anderes. Sie haben den Spiegel Nehegib noch nie gesehen? Nein. Sie schüttelte den Kopf. Und ich möchte auch nicht. Hermine, Sie brauchen doch nicht hineinzusehen, um ihn einmal betrachten zu können. Mit einem Schwung seines Stabes flog das Tuch nach oben und Hermine wandte sich erschrocken ab. So eine große Furcht, hänselte er sie. Mit fester Stimme wiederholte sie: Ich sagte, ich möchte nicht hineinsehen. Sie müssten sich schon direkt davor stellen und auch näher herantreten. Von Ihrer Position aus würden Sie rein gar nichts sehen, versicherte er mit vertraut ruhiger Stimme, und so gab sie sich einen Ruck. Der Spiegel und vor allem sein prächtiger, in einigen Stellen mit Gold verzierter Rahmen war eine Augenweide. Severus ging zu Nehegib hinüber und berührte das Holz mit seinen reliefartigen Schnitzereien. Ganz oben stand, wenn man es rückwärts las, nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Mit einer Stimme, die an die eines Museumsführers erinnerte, erläuterte Severus: Albus vermutet, dass dieser Spiegel ein Geschenk der Kobolde an Ruvenda Ravenclaw sein könnte. Er deutete auf die Füße, auf denen der Spiegel stand. Die Füße erinnern an Adlerklauen. Ein paar Schritte an den Spiegel herangehend betrachtete sie dessen Unterseite und musste der Theorie zustimmen. Kommen Sie näher heran, forderte Severus sie auf, und damit sie ihn nicht missverstehen würde, denn er hatte keinesfalls vor, sie in den Spiegel sehen zu lassen, fügte er hinzu: Hinter den Spiegel. Sie trat herum, während Severus bereits ein Lumos sprach, damit er ihr den rückseitigen Schatz zeigen konnte. Der Anblick der Schnitzerei verschlug ihr den Atem. Sie hatte das Gefühl, als hätte sie eben eine archäologische Entdeckung gemacht. Nehegibs Rückseite war üppig mit Reliefs verziert. Da waren viele kleine Figuren, Tiere, Menschen und auch Kobolde,
Ein Wesen schien einen Phönix darzustellen und sie erkannte ein Einhorn. Alles zusammen schien eine Geschichte zu erzählen. Was erkennen Sie alles? Mit dem Licht seines Stabes zeichnete er an der Rückseite des Spiegels langsam ein Viereck in die Luft. Und da erkannte sie es. Die vier Elemente: Wasser, Feuer, Luft und Erde. Er nickte, hob seinen Stab und deutete einmal nach oben und einmal nach unten. Mit großen Augen bemerkte Hermine fasziniert: Himmel und Hölle. Ich würde es ungern als Himmel und Hölle bezeichnen. Eher als Gut und Böse. Aber darauf wird man erst kommen, wenn man sich jede einzelne Szene dieses Kunstwerks zu Gemüte geführt hat. Er ging wieder um den Spiegel herum und berührte den Rahmen neben der reflektierenden Oberfläche. Auch hier kann man auf interessante Dinge stoßen. Beide hatten sich den Rahmen des Spiegels angesehen. Hermine sehr viel interessierter als Severus, denn für ihn war es nicht neu. Er beobachtete sie, weil sie mit ihren Fingern eine der kunstvollen Unebenheiten berührte und begeistert murmelte: Das ist Hogwarts. Severus nickte. Albus möchte diesen Spiegel im Schloss behalten, weil er denkt, dass er hierher gehört. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hermine stellte sich vor den Spiegel und schaute nach oben auf die goldene Verzierung, die Ornamente und die Spiegelschrift. Unüberlegt blickte sie nach vorn und somit genau auf die Fläche aus Quecksilber. Sie sah sich selbst, aber viel weiter hinten in einer eher bekannten, aber nicht sehr vertrauten Umgebung. Da waren viele Regale mit Töpfen und anderen Dingen. Und als ihr bewusst wurde, dass es sich nicht um ihre Reflexion handelte, blickte sie erschrocken weg. Sie haben mehr Furcht vor ihrem größten Wunsch als vor ihrem Irrwicht, stellte er besonnen fest. Das ist irritierend. Ich möchte nicht hinsehen, schon gar nicht nachts um 3:30. Warum sind Sie mir dann so laut polternd gefolgt? Stichelte er selbstgefällig grinsend. Laut polternd, wiederholte Hermine verärgert in Gedanken. Dabei war sie doch so leise gewesen. Er gab nicht nach. Sie hätten sowieso nicht das gesehen, was ich gesehen hätte. Warum also Ihr nächtlicher Ausflug? Ich war nur neugierig, gab sie beschämt zu. Ein kurzes Schnaufen war zu hören. Das brauchen Sie wirklich nicht zuzugeben. Das ist offensichtlich. Demonstrativ stellte er sich direkt vor den Spiegel, weswegen sie seine Mimik genau beobachtete. Doch da rührte sich rein gar nichts. Seine Gesichtszüge waren wie eingefroren und verrieten nichts über seine Gefühlslage. Seine lehrerhafte Stimme nahm diesem Augenblick die Spannung. Der Anblick, Nehegibs, kann zuweilen schmerzhaft sein. Er schluckte, als sein Blick den von Lily traf, die links im Spiegel Gestalt angenommen hatte und sich nun lässig gegen den Rahmen lehnte. Die schemenhafte Figur im Hintergrund nahm er nur nebenher wahr. Haben Sie Angst davor, Hermine, dass sich Ihr Wunsch nie erfüllen könnte? Seinen Blick wandte er nicht von Nehegib ab. Fürchten Sie, dass Sie dem, was Sie erblicken könnten, ein Leben lang hoffnungslos nachjagen? Hermine konnte sich nicht äußern. Es war ihr ein Rätsel, ob er diese Fragen stellte, weil sie ihn selbst betrafen, was nahe lag. Er könnte sie aber auch gestellt haben, weil er ihr damit ihre eigene Abneigung hineinzusehen erklären wollte. Nur die Ahnung, dass er in diesem Moment möglicherweise sie sah, ließ ihr Herz schneller schlagen. So sehr sie sich auch den Kopf zerbrach, sie konnte nicht sicher sein. Der Gryffindorsche Mut hatte sich verkrochen und so brachte sie es nicht zustande, ihn einfach zu fragen. Viele Menschen, sagte er mit gedankenverlorener Stimme, hätten sich bereits um den Verstand gebracht, sagte Albus einmal. Warum sind Sie dann hinein? Fragte sie unverhofft und sie war froh gewesen, dass ihr eine unverfängliche Frage eingefallen war. An seinem Ton konnte man heraushören, dass er es nicht so genau nahm. Vielleicht ist es für mich eine Feuerprobe.
Was sehen Sie? Sie biss sich auf die Zunge, denn das hatte sie nicht fragen wollen. Bisher hatte er kein einziges Mal seinen Blick von der glatten Oberfläche abgewandt. Und auch dieses Mal nicht, obwohl ihre Frage sehr privat war. Er betrachtete für einen kurzen Moment die Gesamtheit, die Nerhagib ihm zeigte, und ihm fiel erneut die schattige Figur im Hintergrund auf, die er nicht sehen wollte. Nach links blickend erwiderte er kurz und knapp: Lilly. Völlig unerwartet fühlte sich Hermine durch diese Antwort verletzt. Zuvor hatten noch all ihre Theorien zusammengefasst, sein Auftritt bei Harry, als er sie beschuldigt hatte, ihm auf den Dachboden gefolgt zu sein. Später seine Erklärung, er hätte sie nur vermutet, nicht gesehen, weil ihr Kniesel bei ihm gewesen war. Lilly zu sehen, war nicht gut für ihn, dachte sie. Severus hing seiner Vergangenheit nach, grämte sich wegen seiner alten Flamme. Sein Wunsch zählte unumstößlich zu denen, die einen Menschen zerstören konnten. Er war oft hier oben, das wusste sie. Immer wieder setzte er sich diesem Schmerz aus. Es war kein Wunder, dass er ihre Pastillen so sehr benötigte, wenn er stetig an diesen alten Wunden nestelte, sodass sie wieder aufbrachen und wie frisch zugefügt schienen. Mit diesem Wunsch vor Augen schottete er sich von der Welt und seinen Mitmenschen ab. Selbst wenn Linda ihm schöne Augen machen würde, würde er es gar nicht sehen, weil er Scheuklappen trug, die auf den Namen Lilly hörten. Gekränkt, auch wenn sie dafür keinen Grund haben durfte, ergriff sie das Wort und Trübsinn klang in ihren Worten mit, als sie ihm vor Augen hielt. Keine Frau kann mit einer Toten konkurrieren, Severus. Durch ihre Worte leicht konfus wandte er das erste Mal, seit er hineingeschaut hatte, seinen Blick von Nerhagib ab, um Hermine anzusehen. Doch ihre Worte hatten in seinen Ohren ernüchternd geklungen. Doch jetzt sah er auch in ihrem Gesicht, dass sie all ihrer Illusionen beraubt schien, und das verwirrte ihn noch mehr. Unmerklich presste sie ihre Lippen zusammen, schaute ihm zunehmend mitleidig an, was ihm missfiel. Doch andererseits hielt sie ihm vor Augen, was er selbst nicht zu sehen imstande war. Mit leiser Stimme, die in diesem großen Raum verloren wirkte, verabschiedete sie sich, bevor sie ihn langsamen Schrittes verließ. Er blickte ihr eine Weile nach, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Ihre Worte hatten etwas in ihm bewegt, hatten einen zuvor reglosen Felsbrocken für wenige Zentimeter aus seiner Mulde geschoben und eine kleine Ritze geschaffen, durch die ein wenig Licht bis in die Tiefen des dunklen Seins hindurchschienen konnte, um ihn zu wärmen. Selbstversunken wandte er seinen Kopf wie in Zeitlupe, betrachtete dabei den staubigen Boden, bis er die krallenartigen Füße des Spiegels sah und seufzend aufblickte. Als sein Blick auf die quecksilberne Oberfläche traf, erschrak er so schlimm, dass er zusammenfuhr, weil Hermine dicht vor ihm stand und ihn sanft anlächelte. Sie war nicht aus Fleisch und Blut, sondern eine Spiegelung seines eigenen Sehnens. Mit seiner Weisheit am Ende schloss er verstört die Augen. Sie zu erblicken war seines Erachtens ein genauso aussichtsloses Ersinnen und Trachten. Er hätte mehr Chancen, sich mit Lilly vereint zu sehen, vorausgesetzt, es würde so etwas wie ein Leben danach geben. In ihrem Bett wälzte sich Hermine hin und her. Ohne Harrys Mutter verunglimpfen zu wollen, fragte sie sich, was Lilly an sich gehabt haben mochte, was sie noch nach ihrem Tode so begehrenswert machte. In den Kerkern machte Severus gar nicht erst den Versuch, sich ohne einen Schlaftrunk für traumlosen Schlaf zur Nachtruhe zu begeben. Einige Türen weiter lag Draco wach im Bett und knapperte unbewusst an seinem Daumennagel, denn mit den Gedanken war er bei seinem Vater, dessen Verhandlung morgen beginnen würde. Lucius hingegen schlief den Schlaf der Selbstgerechten. In seinem Traum kuschte jedermann vor seiner majestätischen Erscheinung, der von ihm ausstrahlenden Autorität und seiner gespaltenen Zunge, die zudem der einer Schlange ähnelte. Und wie auch eine Schlange sich winden konnte, wandte er sich mit Worten,
fand verbale Auswege und bedachte die Gamoth-Mitglieder um sich herum mit verblümten Bedrohungen. Gut erholt streckte er sich im Bett. Draußen war es noch dunkel und ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es gerade einmal nach 6 war. Seine Augen ließ er durch das Krankenzimmer schweifen, denn in gewisser Weise hatte er diesem Ort etwas abgewinnen können. Er könnte später diesen Raum vermissen, die Routine würde ihm fehlen, die festen Essenszeiten, der Besuch von Marie, seine Gespräche mit Gregory Goyle, der natürlich niemals geantwortet hatte. Alles in allem hatte Lucius für heute ein gutes Gefühl, wenn da nur nicht Mr. Duval wäre, bei dem er mit bösen Überraschungen rechnete. Marie brachte ihm, nachdem sie bemerkt hatte, dass er schon so früh wach war, gleich das Frühstück, damit er sich für seine Verhandlungen stärken könnte. »Ich wünsche Ihnen alles Gute, Mr. Malfoy«, sagte sie aufrichtig und auch ein wenig betrübt. »Marie, ich werde doch wiederkommen. Die Verhandlung wird sicherlich mehrere Monate dauern und ich hoffe, dass man mich während dieser Zeit weiterhin hier nächtigen lässt.« Er hob den Deckel einer kleinen Porzellanschale und schaute verwundert drein. »Ein Schokoladentörtchen? Heute ist doch gar nicht Sonntag.« »Ich weiß ja, dass Sie die mögen.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Marie.« Pünktlich um 7:30 kam Sid. Lucius hatte sich für heute extra einen der neuen und daher nicht ausgeleierten Hausanzüge des Krankenhauses übergezogen, denn eigene Kleidung besaß er nicht. Sid händigte ihm nach einer Begrüßung einen Sack aus und erklärte mit bedächtiger Stimme: »Es ist entschieden worden, dass Sie zur Verhandlung Sträflingskleidung tragen müssen.« »Wie bitte?« Die Empörung war nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Lucius Augen hatten sich verengt und er zeigte die Zähne, während seine Stirn sich kräuselte. »Reine Schikane des Ministeriums, Mr. Malfoy. An Ihrer Stelle würde ich das über mich ergehen lassen.« »Ich denke nicht daran. Ich...« Sid unterbrach ihn. »Geben Sie denen keine Angriffsfläche und kooperieren Sie. Außerdem möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Presse zwar nicht während der Verhandlung anwesend sein wird, jedoch mein Ersuchen, das entsprechende Stockwerk für Journalisten unzugänglich zu machen, abgelehnt wurde. Sie müssen auf den Gängen also mit Fotografen und Reportern rechnen.« »Ha!« machte Lucius wütend. »Das ist der Grund, warum ich Sträflingskleidung tragen soll. Man will gegen mich mobil machen, indem die Bevölkerung den Tagespropheten aufschlägt und mich sofort anhand der Kleidung als Verbrecher abstempelt.« »Sie sind ein Verbrecher«, konterte Sid gelassen und machte damit sein Gegenüber einen Augenblick sprachlos. »Machen Sie sich nichts vor, Mr. Malfoy. Sie haben einiges auf dem Kerbholz, aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen verspreche, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Ihr Strafmaß so gering wie möglich zu halten.« Die Erkenntnis, gegen diese Behandlungsweise nichts unternehmen zu können, versetzte Lucius einen Schlag. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich zu beugen. »Ach«, sagte Sid, dem gerade etwas eingefallen war. »Sie werden magische Fessel tragen müssen. Meine Einwände stießen leider auf taube Ohren.« »Vielleicht«, begann Lucius grantig, »hätten Sie einfach nur mal mit der Faust auf den Tisch schlagen sollen.« »Das hätte nichts gebracht, denn sehen Sie«, Sid blickte Lucius in die Augen, »mich kann man genauso wenig leiden wie Sie.« »Wie außerordentlich dröstig, Herr Duval«, zischte der Blonde gereizt, der die Sträflingskleidung mit Ekel betrachtete. Die gute Laune durch den Traum, die er für den Rest des Tages bewahren wollte, war zunichte gemacht. »4 Wärter werden Sie abholen.« »4?« »Ja«, bestätigte Sid. »4, auch hier lege ich Ihnen nahe, eine eventuelle grobe Behandlung hinzunehmen.« »Was für eine grobe Behandlung?« »Es wäre möglich, dass man Sie versehentlich stößt, um Sie zum Gehen zu bewegen oder gar hart anpackt. Achten Sie in solchen Fällen bitte auf Ihr Mundwerk, Mr. Malfoy.
Am besten sagen Sie gar nichts und zeigen sich ausschließlich von Ihrer höflichen Seite. Widerwillig hatte sich Lucius in dem kleinen Waschraum des Krankenzimmers die Sträflingskleidung angezogen. Die vier Wärter des Ministeriums waren pünktlich und fesselten seine Hände mit einem gezielten Inkakareus. Sein Beistand blieb bei ihm und lief voran zu den Kaminen, mit denen sie ein Büro der Abteilung für magische Strafverfolgung erreichten. In diesem Büro war es angenehm ruhig. Lucius fühlte sich einigermaßen wohl, auch wenn er damit rechnete, dass es in wenigen Stunden anders aussehen würde. Eine Dame und ein Herr ließen den Beistand etwas unterzeichnen, bevor sie die Tür öffneten, die zum Gang im zweiten Stock des Ministeriums führte. Lucius traf der Schlag, oder besser gesagt der Blitz, und zwar der eines Fotografen, der von ihm ein Foto geschossen hatte. Weitere Blitzlichter folgten, weswegen Lucius die Augen zusammenkniff. Auf dem Gang waren noch andere Menschen darauf aufmerksam geworden, dass ihre Schlagzeile namens Lucius Malfoy gerade eben eingetroffen war. Zu den vielen Klickgeräuschen der Kameras und dem andauernden Blitzgewitter kamen auch noch unzählige, durcheinander sprechende Stimmen, die Lucius in den Ohren rauschten. Einerseits war es nett zu wissen, dass die Öffentlichkeit ihn nicht vergessen hatte, dachte Lucius, doch auf der anderen Seite war der Grund für die aufgebrachten Journalisten keiner, den er gutheißen konnte. Seine Rolle war diesmal nicht die eines großzügigen Gönners, der dem Mungus mit einer großen Spende unter die Arme griff, sondern die des berühmten und verachteten Todessers, dem man einiges zur Last legte. »Machen Sie Platz! Treten Sie zur Seite!« rief der kräftigste der vier Wärter, während einer der anderen ihn fest am Oberarm packte und nach draußen führte. Es widerstrebte Lucius, dieses behagliche Büro zu verlassen, doch er musste. Seinen Blick hielt er starr auf den Boten gerichtet. »Mr. Malfoy! Mr. Malfoy!« Die Journalisten waren wie Hyänen. Sie drängten sich gegenseitig ab, stießen sich mit den Ellbogen und schrien sich die Kehle aus dem Hals. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie sich an denselben gehen würden. »Mr. Malfoy, wann haben Sie das dunkle Mal bekommen?« Durch die vielen Blitze konnte Lucius kaum noch etwas sehen, aber er fühlte einen warmen Atem an seinem Ohr und die Stimme seines Beistandes riet ihm. »Antworten Sie auf keine Fragen!« Ein schmächtiger Schmierfink hatte es geschafft, sich gegen seine stämmigen Kollegen durchzusetzen und sich bis nach vorn zu kämpfen. »Mr. Malfoy, was sagen Sie zu der Hochzeit Ihres Sohnes?« Was er dazu sagte, wusste er selbst nicht. Darauf hätte er auch ohne den Rat seines Beistandes nicht geantwortet. Schon jetzt waren die kratzenden Geräusche unzähliger, magischer Schreibefedern beinahe unerträglich. Lucius wunderte sich, was sie schreiben würden, wo er doch kein Sterbenswörtchen von sich gegeben hatte. »Malfoy!« rief jemand, und Lucius ärgerte sich darüber, dass die höfliche Anrede weggelassen wurde, weswegen er aufblickte, um denjenigen ausfindig zu machen. Das sorgte jedoch nur dafür, dass vermehrt Fotos gemacht wurden, damit man ein anständiges Bild von ihm schießen konnte, auf dem auch sein Gesicht zu sehen war. Die vielen Stimmen riefen durcheinander, weswegen er sein Haupt wieder senkte, um diesen Klatschreportern das Titelblatt zu versauen. Eine röhrende Stimme übertonte alle anderen. »Wen haben Sie alles auf dem Gewissen?« »Niemanden«, beantwortete Lucius diese Frage in Gedanken. Eine einigermaßen reine Weste hatte er in weiser Voraussicht immer behalten wollen, denn es hätte ja sein können, dass Voldemort nicht als Sieger hervorgehen würde, und so war es am Ende auch gekommen. »Haben Sie, du weißt schon, wer mit Informationen aus dem Ministerium versorgt?« Diese Frage kam von jemandem, der von seinen Konkurrenten nicht nach vorne gelassen worden war. Von allen Seiten wurde Lucius bedrängt und angerempelt. Die vier Wärter hatten arge Mühe, die ungehobelten Zeitungsfritzen auf Abstand zu halten. Sie mussten immer langsamer gehen und eine Schneise durch die Menschenmenge schlagen, wie ein Forscher auf Expedition, der im Dschungel die Machete zückte, um im Dickicht voranzukommen. »Ist es wahr, dass Sie damals den Schulrat erpresst haben?«
Es war ihm bis heute unverständlich, warum man ihn dafür nicht schon damals belangt hatte. Haben Sie einen unverzeihlichen angewandt? Mittlerweile zerrte man an seinem gestreiften Oberteil, um ihn zum Aufblicken zu bewegen. Man wollte für die Abendausgabe ein Foto von ihm ergattern, doch Lucius stellte sich stur und biss die Zähne zusammen. Für seine Wärter war er dankbar, denn ohne sie würde man ihn wohl möglichst zerfleischen. Schon jetzt kam er sich wie ein saftiges Stück Fleisch vor, mit dem man provozierend vor dem Käfig eines hungrigen Tigers wedelte. Eine milde Frauenstimme, die sich einzig aufgrund ihres hellen Klangs gegen die lauten Organe der Männer durchsetzen konnte, erweckte seine Aufmerksamkeit, denn sie fragte, wohlerzogen. Mr. Malfoy, wenn mir die Frage gestattet ist, mögen Sie lieber Veilchen oder Osterglocken? Lucius blieb stehen und blickte verwundert und gleichermaßen amüsiert auf. Die Menschenmenge war mit einem Male still, selbst seine Wärter hielten inne und zerrten nicht mehr in seinen Armen. Seine Augen trafen auf die Silbergrauen einer blonden, jungen Frau, die ihn verträumt ein Lächeln schenkte und dabei einen Frieden ausstrahlte, als hätte man soeben einen Garten betreten, dessen bezaubernder Anblick einem eine leidenschaftliche Ergebenheit abverlangte. Ihr entrückter Blick entführte ihn für einen Moment an den Ort, an dem sie sich befinden musste. Osterglocken, antwortete er galant. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.